Servus liebe Formel Austria-Fans, hier ist der Ferdinand aus dem Trainingslager oder Trainingssession für die Woche. Ich fahre gerade am Fluss entlang River Thames. Nicht gerade der schönste Tag, aber ich musste mich erinnern, dass ich ein kleines Video schießen sollte. Und es freut mich auch. Kleines Update von Misano. Das Gefühl war eigentlich sehr gut. Ich habe das Wochenende ziemlich genossen. Ich sage jetzt mal, wir gehen mit dem Schlechteren. Natürlich die Performance im Auto war nicht ganz da, leider. Und es hat uns ziemlich viel gefehlt von zu Audi und BMW. Dazu ist noch dazu gekommen, dass ich am Freitag das freie Training fast die Hälfte davon oder mehr als die Hälfte verpasst habe durch ein Problem, das wir hatten. Aber die gute Seite jetzt ist, ich glaube, ich habe mich extrem verbessert, bin ein viel besseres Rennen gefahren und ein besseres Wochenende gehabt insgesamt. Das freut mich mal sehr über meine eigene Performance und dass ich daran gearbeitet habe, was mir gefehlt hat. Es ist noch genügend da zum Verbessern, aber man kann sich zumindest über die paar Sachen schon freuen. Nächstes, die Moral in dem Team ist besonders gut, also fast, ist eigentlich das Beste, was ich jemals erlebt habe. Alle sind motiviert, alle sind sehr happy und arbeitsbereit und das ist eine Stärke, die ich noch nie so mitbekommen habe. Und bin sehr stolz, im Team dabei zu sein. Man darf nicht vergessen, das ist das erfolgreichste DTM-Team, die das Auto hingestellt haben und laufen, das es jemals gegeben hat. Und das merkt man, wenn man dabei ist. Sie stört ihnen natürlich selber auch natürlich, dass wir hinten starten bei den allen Rennen. Aber ich bin wegen der Motivation des Teams überzeugt, dass es nicht so lange bleiben wird. Also von meiner Seite sehr zufrieden mit dem Team, mit meinem Mechaniker, mit meinem Ingenieur, mit den Kollegen. Alle zusammen arbeiten hervorragend. Es macht extrem Spaß, mit denen zu arbeiten. Und ich tue natürlich meinen Teil machen mit der Arbeit. Und ja, ich bedanke mich für eure Unterstützung. Es war trotzdem ein sehr schönes Wochenende, sehr heißes Wochenende, deswegen muss ich ein bisschen mehr Cardio machen. Aber insgesamt sehr happy und freue mich extremst auf Nürburgring und auf die Spa 24-Hour-Test, die kurz vor Nürburgring sind. Also vielen Dank für das Daumen drücken, vielen Dank für die Unterstützung und bis das nächste Mal.